Was geht ab, Leute? Ich komme für euch von der Erde. Willkommen auf dem Terra-Channel. Nun spielen wir eine gute Runde Plug Incorporated. Für den PC. Plug Evolve heißt es. Und nun nehmen wir, ja, Einzelspieler oder mehr Spieler. Nehmen Einzelspieler. Einmal Hauptspiel. Chattenpest, Einzelspieler. Und nun wählen wir. Ja, also ihr habt noch nichts freigeschaltet, wie es aussieht. Nehmen wir Virus. Das ist der hier. So, Gencode einfügen, Gencode, Orange DNS. Mutationsbonus. Nee, nicht gut. Ja, gehen wir fortfahren. Auf normal. Und nun nehmen wir es. Corona könnten wir es nennen, ne? Das wird auch mal was. Um zu gewinnen, muss es weiterentwickeln, weiter und den Streamer mit der ultimativen Seuche aufs Startgebiet. China. Das. Oh, das ist nicht gut. Hat den ersten Moment schwach nicht spezialisiert. Corona ist ein Virus. Virus unterliegt willkürlichen schnellen Mutationen und kann sehr schwer zu kontrollieren sein. Rückentwicklung kostet DNS-Punkte. Ja. Und hier in der. DNS-Punkte. Ja. Zufällig. Zerplatze auf zufällig auftauchende orangene DNS-Blasen, um zusätzliche DNS-Punkte zu erhalten, die du zur Entwicklung deiner Krankheit einsetzen kannst. Ja. Ja. Machen wir das mal. So, 10.3.2020 haben wir jetzt. Corona breitet sich in China von Person zu Person aus und wird exponentiell zunehmen. Du kontrollierst die Seuche indirekt, nur wenn du sie weiterentwickelst. Gut, entwickeln wir mal weiter. Machen wir mal Übertragung. Luft. Hört sich nicht schlecht an. So, keine Symptome. Du hast die Krankheit mit DNS-Punkten weiterentwickelt. Weitere Optionen sind aufrufbar. Zerplatze Bio-Gefahrblasen und infiziere Menschen für weitere Punkte. Na komm schon. Ein infiziertes Flugzeug war nicht schlecht. 70 infiziert. Übertragung mache ich jetzt mal übers Wasser. Oder. Was ist China eigentlich? Mal ganz gut, ganz normaler Tag. Business as usual. Steht hier was? Irgendwie? Was China ist? Ah, da steht's ja. Auf Englisch. Ah. Urban geprägt ist dann. Klima ist üblicherweise ausgewogen. Und so weiter und so fort. Steht da nicht irgendwie über Deutschland. Grünes Technologie und Unternehmen behauptet, an der Energiestation Wege zu haben, die nur durch Lachen Freunde betrieben wird. Berichte über Ölfässer wurden dementiert. Corona hat das Schlafstörungssyndrom ohne DNS mutiert und weiterentwickelt. Ja, das entwickeln wir jetzt zurück. Schlafstörung ist. Ach, nehmen wir Wasser. Mal gucken. Ausgewogen. Über Vögel kann ich noch gut übertragen. Klicke nennen dann andere Bildschirm und dann öffnen. Ja, haben wir ja gerade gemacht. Corona hat hunderte in China infiziert, was die Chance vergrößert, dass weitere infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Ja, was steht eigentlich über Deutschland? Na, das ist auf Deutsch geschrieben. Ein reiches urban geprägtes Land, das Klima ist üblicherweise kalt und feucht. Also Europa größte Volkswirtschaft, zweitgrößte Nation nach Russland ist Deutschland wichtigstes Mitglied in kontinentalen Wirtschaftspolitik und Politik in der Gerdon-Organisation. Und so weiter und so fort. Seitdem hat Deutschland enorm finanziell und so weiter. Ja, das. Müssen wir auch noch infizieren. Aber was
geht. Ich gucke mir jetzt mal weiter. Ich geh mal über Vögel. Mutation wird aber auch erhöht. Nicht so doll. Der Ranger kann immer schneller. Ja, Leute, nicht so auf die Hände waschen. Ihr müsst nämlich sterben. Corona hat das Hustensymptom mit den S-Punkten mutiert und weiterentwickelt. Ja, könnten wir drin lassen. Bin mir nicht sicher, es infiziert jetzt China erst recht, aber Australien wurde infiziert. Eine Krankheit ist am besten Weg, zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, hat Platz die rote Blase für den Nestbonus. Ja, schön. Was steht über Australien? Ein reiches, urban geprägtes Land. Das Klima ist üblicherweise heiß und trocken. Rote Infektionsblasen erscheinen, wenn du ein neues Land infiziert hast. Das verplatzt sie für zusätzliche DNS-Punkte, die du zur Entwicklung einer Krankheit einsetzen kannst. Corona infiziert mehr Länder, steuert die Ausbreitung und die Übertragungsmerkmale krass, wenn du weiterentwickelst. So. Symptome. Ja. Trockenen Gebieten, das nehme ich mir mit. Systemsymptome ohne den S-Punkt mutiert und weiterentwickelt. Ah, mutiert zu schnell. Jetzt ist die Welt auf. Da sich Corona auf der Welt ausbreiten beginnt, verwandt werden wir Weltmenüs unten rechts und sehen, welche Länder noch nicht infiziert sind. Welche Länder nicht infiziert sind. Noch nicht. Corona, mehr Menschen auf der Welt infiziert Tuberkulose, eine sehr ansteckende Krankheit. Ja, nehmen wir mal die Symptome raus, das hier raus. System. Weg mit der. Den Husten nehme ich jetzt auch raus. Damit wir ein bisschen mehr Styles sind. Kann mir nichts leisten, Mist. Vereinigte Königreiche sind wohlhabend mit einem guten Gesundheitssystem. Um dich schnell auszubreiten, kannst du zum Beispiel eine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Ja, was ist jetzt hier nun? Reiches, urban geprägtes Land. Die ist üblicherweise kalt und feucht. Oh mein Gott, steht da wieder viel über. Über den Praxis steht natürlich nichts drin. Aber soll's. Corona, mehr Menschen auf wenig suizidiert. HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. Ach, hier kann man ja noch mehr. Kalte Temperaturen. Das ist nicht gut. Erreger entwickelt Resistenz gegen heiße Temperaturen und Klimabedingungen. Ja. Schönes Ding. Anämie. Was ist denn das denn? Rückgang der roten Blutkörperchen, nur das Hämoglobin im Blut kann Sauerstoffmangel in den Organen hervorrufen. Ja, das tötet aber die Leute fast. Nehmen wir mal raus. Das hier. Das nehme ich auch mit. Hitze. Mit der Australien, was mir infiziert wird. Rätsel bei Olympischen Spielen in Rio. Die Entscheidung um die Verschiebung der Olympischen Spiele in Rio bleibt ein Rätsel, weil ganz zu verschweigen, dass es bald vorbei sei. Bisher wurde aber kein Grund für die Veränderung genannt. Ja. In China sind uns alle infiziert. Deutschland ist infiziert. Frankreich ist infiziert. USA. Ich glaube, das ist ein Symptom, ohne den ersten Punkt mutiert und weiterentwickelt. Echt doch. Wir haben eine Untersuchung, fand ein Arzt in Korea eine neue Krankheit namens Corona. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch woanders vor auf. Ja.
Symptome. Nee, nehme ich zurück. Kalten Klimazonen, das nehme ich mal mit. So. Trotz Corona werden die Olympischen Spiele bald beginnen, werden die Menschen die Krankheit nach Brasilien bringen. Wo liegt Brasilien? Brasilien ist schon infiziert. Menschen mit Corona infiziert reisen nach Rio und haben ihre Krankheit verbreitet. Das hätte nicht nie passieren dürfen. Ja. Das übertrage ich mal, wenn ich das hier so über Wasserfeuchtgebiete. Starkes Bioaerosol, das ist gut. Das nehme ich immer, das nehme ich als nächstes. Ausschlagssymptome mutieren weiterentwickelt. Corona hat mehr Menschen auf der Welt infiziert als die gewöhnliche Grippe. Das ist halt die ansteckendste Krankheit, die es gibt. Hat aber keinerlei Symptome, also jetzt ein bisschen Ausschlag. So. Das Bioaerosol. Blutmutig. Ist schon eine Chance. Ja. Nehme ich doch mal Insekten. Das geht dann schon. Husten-Symptome, die jetzt mutiert und weiterentwickelt. Algerien. Corona hat das Lungenentzündungssystem ohne den Nesspunkt mutiert und weiterentwickelt. Na, das ist schwer zu kontrollieren. Hier ist das nur noch Iran als erstes Land, trägt als erstes Land Ärzten auf, nach einem Heilmittel für Corona zu forschen. Ohne größere Forschungsmittel wird damit gerechnet, dass es länger dauern wird. Iran. Wo ist Iran? Irak. Da muss Iran sein. Ja. Corona hat das Lungenfibrose-Syndrom ohne den Nesspunkt mutiert und weiterentwickelt. Kanada, USA infiziert. Erstes Todesfall durch Corona in Iran bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem. So. Mach ich ja später. Aber ich möchte. Zurückentwickeln. Ich übertrage mal über die über Insekten oder so. Bahnregion, ich bräuchte irgendwas hier von Kanada oder so. Was ist das denn hier? Ein reiches, urbangeprägtes Land. Corona wurde in den WHO-Beobachtungsliste aufgenommen und dann ist wenig gefährlich eingestuft. Die Regierungen haben davor gewarnt, dass ein tödlicher Stamm auftreten könnte. Corona, das Lungenödem-Syndrom ist erst mutiert und weiterentwickelt. Ja, jetzt können wir mal langsam anfangen, Leute zu töten. Nämlich hier. Das erhöht auch die Mutationsrate. Die Forscher infizierte Länder, um die Entwicklung eines Heilmittels für Corona zu beschleunigen. Es gibt plötzlich blaue Blasen zur Stereoforschung. Oh, da kommen sie jetzt alle. Findet der Platz, um die Forschung nicht entdecken oder halt zu verzögern. Oh, nee. Dann nehme ich nur das hier. So. Corona ist Schützensymptome, deshalb mutiert und weiterentwickelt.
Kanada das erste Land, das die Ausbreitung von Corona durch verschärfte Ein- und Ausreisebedingungen einzuschränken versucht. Wie wirksam ist es, wird sich zeigen. Ja, ist aber schon jeder infiziert. Das hat keinen Sinn. Corona, also Schlafstörungssymptome, die jetzt erstmal mutiert und weiterentwickelt wird. Ja. Die letzte gesunde Person in diesem Welt wurde vor kurzem mit Corona infiziert. Ja, es kommt das Heilmittel. Jetzt muss ich sie schnell umbringen. Corona, das Übelkeitssymptom, der ist dann mutiert und weiterentwickelt. Ja, mutiert schneller verflucht. Heilmittel gegen Corona ist für 25% fertiggestellt. Wegen einer Krise umwelt das für nicht auffälliger oder Heilmittelresistent subtiler. Ja. Durchfallsymptome, der jetzt gut und weiterentwickelt ist. Oh, sieht nicht gut aus. Corona, das Fieber-Symptome, der jetzt gut mutiert und weiterentwickelt. Oh Mann, ich möchte eine tödliche Krankheit haben jetzt. Eine tödlichere. Corona ist 40% fertiggestellt. Symptome. Narbenbildung. Jeder befällt Verdauungstrakt, führt zu Infektion durch Stuhlpolizistin und tödlichen Flüssigkeitsmangel. Durchfall. Hier ist eine tödliche oder Tödlichkeiten. Ansteckungsgefahr erhöht. Ich habe so viel auf Ansteckung fixiert. Hätte mir auf Tödlichkeit setzen müssen. Ey. Diesen. Das ist auch wieder so ein Symptom, was ich nicht gebrauchen kann. Sind ja schon alle infiziert. Schlimmer als die Pest. Aber meine Güte. Wir haben gleich ein Heilmittel. Paranoia-Symptom, meine Fresse. Das ist auch nicht tödlich. Hautläsion mutiert und weiterentwickelt. Warum mutiert das nicht mal zu etwas tödlicherem? Corona wird 95% fertig sein. Verdammt! Verdammt! Heilmittel wird weltweit eingesetzt. Ja, das kann ich nur ein bisschen. Wie viele Punkte? 29. Vollständiges Organversagen. Meinfresse. Mehr ist nur schon schlimmer als die spanische Grippe. Ja, immerhin. Oh, jetzt werden alle geheilt. Wenn Menschen Corona quälen und töten, desto stärker werden diese versuchen, ein Heilmittel zu finden. Denk daran, wenn du deine Krankheit weiterentwickelst. Oh nee. Guck mal, Zystensymptome in der ersten Punkte weiterentwickelt. Kriegen wir auch nichts. Welt hat eine ferne Seuche überlebt und wird Corona bald ausrotten. Viele Menschen sind gestorben, die Welt hat sich für immer verändert. Ja. Halt mehr Corona ist ausgerottet worden. Niederlage, Mann. Ah. Ja. Verflixte Landwertung 50. Ja, Neustart. Versuchen wir diesmal nochmal. Ursprungsweise solche fehlen. Jetzt nehme ich nicht mehr China, sondern ich nehme jetzt Saudi-Arabien. Oder? Nee, Madagaskar. Madagaskar. Fahrt da, fängt's an. Willkürlich schnell Munition kann. Okay, wie du kostet. Ja, schleunigen wir das mal.
Für das neue Reinigungsverfahren, um krankheitsbetonte Schiffe einzuladen, werden neue Reinigungsmethoden benutzt. Für fortgeschrittene durch Wasserübertragende Krankheiten können sie überleben. Nur fortgeschrittene Wasserübertragende Krankheiten können sie überleben. Was? Ich habe ja hier einen Hafen, meine Güte. Du hast mehr als 15 DSS-Punkte letztes Jahr im Corona weiterzuentwickeln. Naja, schön, bla bla bla. Ja, machen wir das mal. Fähigkeiten, Madagaskar sehr warm. Also nehmen wir das hier. Entwickelt, da ist in kalten Klimabedingungen. Über Übertragung, über Wasser. Mit ausgeschütteten Übertragung von Schiffen. Ja. Corona hat das Übelkeitssymptom der SS-Punkte mutiert und weiterentwickelt. Ja, das nehme ich jetzt raus. Ruhig entwickeln. Mehr Level und Fahren kennen wir ja schon. Hilfe, was Übertragungsabwehr kann Corona und neue Reisemistoren Schiffe im Leben sich wieder zwischen Ländern ausbreiten. Und natürlich Corona hat unter den Ländern mal als der Gast infiziert, was die Chance größer ist, dass infizierte Personen gesund infizieren. Entwickeln eine Krankheit weiter, ja. Übertragung 16 DNA-Punkte. WLAN Großbritannien. Da steht ja, WLAN Großbritannien stimmen für den Austritt aus der EU. Die Gegner befürchten den großen Schaden für das Land. Befürworter meinen, alles wird gut. Wann der Brexit kommen soll, ist unklar. UK stimmt für ein Referendum für Brexit. Brexit kommt doch vor. Ich habe mich schon gewundert. Ich wollte eigentlich mal Krankheit Brexit nennen. Das wäre auch nicht schlecht. Brexit. Corona, 1000 Menschen am Madagaskar infiziert, die Menschen kranken immer schneller und so weiter. So, 16 brauche ich. Was ist das jetzt für ein Land hier? Armes, ländlich geprägtes Land, übermals üblicherweise ausgewogen. Ist ja gar nicht so arm dort. Corona ist eine Anämie-Symptome. Ja, ist auch wieder so was, das ich nicht gerne mehr hören möchte. Staubputter, ne? Trockenen Gebieten. Mit Ansteckungsgefahr, vor allem urbanen Regionen. Mit Ansteckungsgefahr. Ja. Ja, was sollen wir jetzt nehmen? Ja, das ist dauert. Was denn hier? Mit Ansteckungsgefahr. In dem Wasser. Dann wird sich mal ein anderes Land über den Hafen verbreitet. Saudi-Arabien wurde infiziert. Ein Krankheit ist am besten, bis zu einer solche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert ist, der Platz der rote Plan zu Monus und DNS. Corona Management ist infiziert. Auf der Welt infiziert Tuberkulose, sehr anstrengende Krankheit. Ruhig entwickeln. Ja, Saudi-Arabien ist infiziert. Schwere Überschwemmung Zentralafrika. Wir nur an Lösung rechnen mit vermehrter Krankheit und überfüllte Flüchtlingslager. Jetzt kommen die Flüchtlinge. Jetzt kommen die Flüchtlinge. Corona, das Schlafstörung, Symptome der SS mutiert, weiterentwickelt. Ja. Schlafstörung ist auch wieder ein Symptom, was ich nicht haben möchte. 5 DNS-Punkte, teuer. Arzt, ein Vater und Arzt, mal da ganz neue Krankheit namens Corona. Es ist schon eine Armutsmission untersuchen. Jetzt tritt das woanders auf. Corona, mehr infiziert mehr Länder. Steuer raus, wir wollen nur die Übertragungsmerkmale und Krankheitsmittel weiterentwickeln. Australien sind wohlhabend, sondern mit einem guten Gesundheitssystem. Um nicht schnell auszuwählen, kannst du zum Beispiel eine Resistenz gegen Arzneimittel weiterentwickeln. Ja, ich möchte jetzt gerne. Ja, eine Gastadrehe und Estland erst unter einem Heimat für Corona zu forschen. Ohne große Förderung wird damit geredet, dass es länger dauern wird. Jetzt fängt das schon wieder an. Komm schon. Von Australien aus. Klima ist üblicherweise heiß und trocken. Komm schon. Braucht DNS-Punkte. Symptome. DNS-Punkte. Wo ist denn? Fähigkeiten. Hitze, das hier möchte ich haben. 23 DNA-Punkte, mein Fresser. Teuer. Oh, das dauert. Das dauert wieder zu lange. Oh, Punkte. System-Symptom. Ah.
Das möchte ich gar nicht haben. Ja. Nullifiziert. Es ist aber zu lange, irgendwie, weil kein Flughafen da ist. Australien wurde infiziert. Minus Craft looking off a nude, not the damn with mine, Mr. Fredo, weil das ist ein Swedish Comedy Me. Madagaskar ist ein scheiß Staatland. System mit Übertragung. DNA-Punkte. So, diese Länder sind infiziert. Ja, jetzt geht's doch. So, Hitze. Heißen Klimazonen. Mal DNA-Punkte. Reicht aus. 15 DNA-Punkte. Was ist das denn hier? Island wurde infiziert, sehr gut. Schieb mir mal ein Rätsel. So merkwürdig. Umgebungsbedingte Verhärtung. Erreger entwickelt verhärtet. Ummantelung wird äußerst wasserresistent, kann heißt in so viel Kaltklimasonen problemlos überleben. Sehr gut. Das nehme ich als nächstes. Das ist mehr infiziert HIV. Sehr steckende Krankheit. Das ist ein Symptom. Ein Symptom muss ich jetzt mal zurückentwickeln. Hier in 30 DNA-Punkte, man teuer. Oh, wirksame Medikamente verhinderten Ausbreitung jeglicher Krankheiten. Schade. So, jetzt kann ich mir das. 16 DNA-Punkte. Welche Gruppe? Wirksamkeit und Wohlhand in Ländern. So, jetzt ist das gegen Drogen resistent. Gegen Medikamente. Lebensentwicklung durch DNS-Instabilität. Hustensymptome, das behalte ich. Jetzt kommen hier wieder Übertragung. In betrunkenen Gebieten. Grönland schwierig zu infizieren. Nicht gefährlich, weil das ein tödlicher Stamm auftreten könnte. 4% ist schon Entwicklung und voran. Ausschlagssymptome weiterentwickelt. So. Instabilität. Das hier war die Luft- und Wasserfilter. Symptome. Schwitzen. Gefährlich an kalten Ländern. Überhalte ich nicht so, dass. Wie geht es weiter hier? Übertragung. Ländlichen Gebieten, Mutation, das nehme ich. Grönland muss noch infiziert werden. Aber auf einen Zukunft, ich weiß es nicht. Kasachstan. Ja, Grönland ist infiziert.
gerade den Schäden, gerade in Biotech-Industrie, Forschung in Richtungen Indien. Lungenentzündung, so Tumor, der ist erst mutiert und weiterentwickelt. Ja, ich glaube, willst du jetzt anfangen? Ich spare das erste Mal, bis die Ausbildung kommt, verschwendet alles und ganz anders, wenn wir gehen, wenn wir es zeigen. Jetzt habe ich 88 DNA-Punkte. Nehme ich das hier. Nach 31 DNA-Punkte mal gucken. Ja, was nehme ich? Grönland. Oh, das geht schnell. Lungenfibrose ist ohne das mutiert und weiterentwickelt. Erste Todesfall durch Corona in China bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem. Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde kurz mit Corona infiziert. Ja, das war's. Ich habe noch DNA-Punkte übrig. 28 brauche ich für multiple Vorstellungsgrenzen sein. Also 2 DNA-Punkte. Lungenedema, Symptome. Aggressiv, auffälliger oder Heilmittelresistenter. Heilmittelresistent habe ich ja schon. So. Jetzt. Nee, doch nicht. Ein DNA-Punkt fehlt noch. Symptom. Ein DNA-Punkt brauche ich für multiples Organversagen. Ein DNA-Punkt. Kommt schon. Sehr gut. Corona ist fast 40% fertiggestellt. Jetzt, was ist das denn hier? Koma. Neuropathische Prozesse im Hirnstein führen zur Bewusstlosigkeit und manchmal zum Tod. Deutlich schwerer zu heilen. Krass schon tot. Organversagen. Immunsuppressionssymptom. Mutiert und weiterentwickelt. Das ist dann das Immunsuppressions. Erreger setzen sich an Lymphozyten fest, unterdrücken Immunsystem, möglichen deutlichen Anstieg an Mutationen. Kann tödlich enden. Ja. Forscher auf der ganzen Welt konzentrieren sich ganz auf die Entwicklung eines Heilmittels für Corona. Steuerliche Risikozeiten haben mehr als 75 Millionen Menschen Rimmkraft. Schlimmer als die Pest. Ja. Corona durchfassend holen, der SS-Punkte mutiert weiterentwickelt. Anschließend gefolgt ist Corona tödlich zu solcher aller Zeiten. Mehr als 300 Millionen Menschen sind daran gestorben, schlimmer als die Pocken. Ja, die Forschung ist ziemlich hoch. Korea beginnt zu zerfallen, das Altersleben in Korea. Korea scheint durch Corona vor dem Zusammenbruch. Die Forschung am Heilmittel beginnt nur langsam. Korea. Das war zerstört, hier sieht man's. Ja. Das hat schon wieder auf der gesamten Hauptinsel. Korea. Da wird keine Forschung mehr. Deutschland ist auch schon teilweise umgerafft. 50% fertiggestellt, scheiße. Ah, ich habe wieder den A-Punkte. Koma, das zerstört die Leute. Herr Rebi sinkt aufgrund von Corona das erste Land in der Anarchie. Dort kann kein Heilmittel erforscht werden. Karibik. Ja. Keine Forschung mehr in der Karibik. Corona ist Überempfindlichkeit und ohne das ist multipliziert und weiterentwickelt. Was ist das? Symptome. Überfindlichkeit aufgrund erhöht Auftreten der allergischen Reaktionen und führt infolge zur Störung des Immunsystems. Reiche Regionen sind besonders getroffen. Ja. Ich kann hier noch eines nehmen. Lähmung. Erreger zersetzen motorische Neuronen, führen zu Lähmung, deutlich schwerer zu heilen und kann tödlich enden. Was ist das denn hier? Fieber. Kann tödlich enden. Das hier darf ich nämlich als nächstes. Es gibt mehrere Erregerstämme, die Arbeit für die Entwicklung eines Heilmittels benötigt wird. Erhöhe 36 DNA-Punkte. Ich glaube, das geht auch. Das ist billiger. 12.
Dann nehme ich mit, das rafft die dahin. Schwere Ansteckungsgefahr, Tödlichkeit. Ja, so wird's gemacht. Ein experimentelles Heilmittel gegen Corona stellte sich als 100% tödlich für den Menschen heraus. WHO-Forscher glauben, dieser Rückschritt schade Heilmittelforschung. Ja. Hätte sein können, ne? Deutschland ist tot. Balkanstaaten auch schon dabei. Grönland ist tot. Ja, ist schon erledigt worden. Ja, das waren alle. Corona hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie das Ende der Menschheit gesichtet erleben. Südafrika, Libyen, auch alles zerstört. Türkei, Brasilien, Peru, Bolivien, Deutschland. Corona hat das systemische Infektionssyndrom und DNS-Mutation hinten. Was ist denn das? Ah, Sieg. Corona hat alles auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Okay. Ah. War das schwer, wenn ich in Madagaskar gestartet bin. Oh. Noch mal im Rückblick. Madagaskar. Dann Südafrika erwischt und Australien. Ein Virus namens Corona hat die Menschheit in 955 Tagen ausgelöscht. Ja, Gesamtbewertung 38.320. Dreimal. Drei von fünf. Ja. So ist es im Schnellverfahren. Dann sterben alle weg. Oh, das war Plug Incorporated. Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt treu. Tschüss, bis zum nächsten Mal.